Okay, und damit sind wir dabei bei Wizard of Legend. Ich habe dieses Spiel seit einiger Zeit im Auge, weil ich in einem Video gehört habe, ich weiß ja nicht mehr, was das Video genau gesagt hat, aber dieses Spiel soll eines der besten, wenn nicht das beste spielbare Magiesystem ever haben. Und ich bin dementsprechend sehr gespannt. Ich bin noch nicht sicher, ob die deutsche Übersetzung was taugt. Okay, also ich habe keinen Ton, wenn ich in die Option gehe. Ich habe nämlich vorher mal noch die Sprache geändert und ich glaube, weiß nicht mehr, was hier bei Gegner stand, aber ich habe das Gefühl, der Modus soll nicht so heißen. So, A oder Space. Wir spielen mit Controller. So, was können wir alles machen? Nichts. Wir können nur laufen. Okay, wir können ein Menü öffnen, aber okay, das sieht schon interessant aus. Hello? Kann ich mit dir reden? Nein. Aber mit dir kann ich reden. Ich treffe mich mit meiner Freundin für die Ausstellung für die Chaosprüfung, aber sie ist etwas spät dran. Luftstoß-Arkana. Verleiht dir ein Feuer. Oh. Sehr, sehr schön. Warte. Okay, es ist schon drin. Oh, wundervoll. So Dash-Moves sind immer toll. Hydrieren. Oh, das wird lustig gleich. Also das ist hier ein Roguelike. Das heißt, es könnte schwer werden. Kann ich mit dir reden? Weißt du, dass wahre Zauberer niemals ihre Kapuzen abnehmen? Steht hier irgendwas drauf? Zu den Chaosprüfungen. Oh, wir haben sogar 5 Elemente direkt hier. Sie sehen eine der Arkane, die von Zauberern während der Chaosprüfung eingesetzt werden. Diese Arkane wurden von Virtuosen geschaffen, die ihre Meisterwerke mit Elementen aus Chaos veredelten. Zauberer kanalisierten ihre magischen Energien durch dieses Arkane und beschwörten mächtige Elemente, die auf diesen Werken dargestellt sind. Ja, also wie gesagt, das Magiesystem soll sehr, sehr cool sein. Genau, es soll irgendwie sehr viel Vielfalt dabei geben, was man da alles kombinieren kann. Hello? Also allein mit den Arcana, wenn man wirklich. Okay, ich glaube, man kann 6 haben, ne? Es erinnert mich ein bisschen an Songs of War. Hauptarcana Windschlitzer und Drachenbogen. Okay, warte, es gibt also Haupt-Arcanas und es gibt Standard-Arcanas. Okay. Noch mehr Arcanas zum Ausprobieren. Diese Kopien haben keine echten Effekte, aber du kannst sie. Okay, wir können sie bei der Trainingspuppen ausprobieren. Windschlitzer und Drachenbogen. Okay, das ist ein Nahkampfangriff. Warte. Ach, okay, wir haben oben eine Mana-Leiste. Warte. Wird die leer, wenn ich angreife, oder wird die voll, wenn ich angreife? Also, dass sie praktisch Erschöpfung symbolisiert. Das verstehe ich. Okay, also die geht voll, wenn ich angreife, weil sie Erschöpfung symbolisiert. Verstehe. Aber ich verstehe noch nicht, warum er manchmal mehrere Angriffe macht und ich manchmal spammen kann. Ah, warte, das Arcana hat nochmal einen eigenen es hat noch einen eigenen Cooldown. Du bekommst. Nee, ich bekomme keinen Mana, aber die Leiste funktioniert halt umgekehrt. Ah, okay, interessant. Ja, der Knaller war ein Feuerwerk, ja. Das Museum von Nanova möchte sich bei seinen großzügigsten Unterstützern bedanken. Okay, das ist wahrscheinlich hier. Ja, das ist wahrscheinlich hier Kickstarter oder so, ne? Die Leute. Es ist so spannend, die ganzen Arcana auszuprobieren. Okay, was... Oh. Primär-Arcana waren seltene spezialisierte Versionen vom Standard-Arcana, die nahegelegene magische Energie absorbierten. Bei voller Aufladung setzen diese Arcana gewaltige Versionen ihrer enthaltenen Zauber frei. Was haben wir hier? Wirbeln der Tornado...
Flammenatem und Kugelblitz. Und ich glaube, die sind jetzt hier irgendwie kombiniert drin, wenn ich das richtig sehe. Primär-Arcana war eine Gestaltung und Wirkung aufwendiger als ihre Standard-Pendants. Okay. What? Was bist du? Ach, okay, das sorgt dafür, dass unsere Magie sich voll auflädt, ne? Ist natürlich praktisch zum Trainieren. Die Flammenkaiserin, der Erdgebieter und die Frostkönigin. Also haben wir schon mal drei Elementalisten. Die Chaosprüfung war eine jährliche Einladungsveranstaltung, die vom magischen Rat Lanovas abgehalten wurde. Diese mächtigen Zauberer waren Meister ihrer jeweiligen Elemente und dachten sich die Prüfungen für Magemutige aus. Muss ja der Balk jetzt doch nicht anders drum. Doch, jetzt gerade ist er leer. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Oder ist es irgendwie, dass so lange... Hä? Will ich jetzt, dass der leer ist oder will ich jetzt, dass der voll ist? Ich verstehe es nicht. Vielleicht werden deine Angriffe auch stärker. Ja, so ein Combo-Bonus. Aber das würde ja bedeuten... Ja, das könnte sein. Okay, ich habe jetzt einfach mal da die Leute erschossen. So, was passiert jetzt, wenn der voll ist? Okay, jetzt bin ich in so... Doch, jetzt bin ich in so einem Super-Modus. Aber was bringt mir das jetzt? Mein Angriff hat sich... Also ich habe das Gefühl, ich kritte mehr, aber... Ansonsten... Hm. So, der macht sich unsichtbar. Herbert. In der Chaosprüfung wartet eine Vielzahl beachtlicher Gegner, die aus Chaosenergie erschaffen wurden. Einige dieser beschworenen Gegner waren auch von den Elementen durchdrungen, um noch bedrohlicher zu werden. Denkst du, das wird so Erschöpfung? Du hast das ganze Spiel noch nicht verstanden. Es wird wahrscheinlich noch irgendwann erklärt werden. Chaos-Arkana waren spezialisierte Arkana, die direkt aus Chaos-Energie erschaffen wurden. Sie erforderten große Geschicklichkeit und Finesse, um sie zu aktivieren. Nur Zauberer, die die Chaosprüfung erfolgreich meistern konnten, erlangten in den Besitz von Chaos-Arkana. Über die Verwendung dieser Arkana ist jedoch nur sehr wenig bekannt, da keiner dieser legendären Zauberer heute noch lebt. Chaos-Edelsteine. Okay, das ist so... What? Okay, ich dachte, wenn ich länger irgendwo gegenlaufe, dann kommt so eine Schallexplosion. Oh, die ganzen Sachen werden ja einfach schon geteased. Zum interaktiven Kurs für die Chaosprüfung. Warte, ich will hier noch nicht rein. Explosionsfeuerball. Oh, oh, ja, sehr schön. Das Luftstoß-Arkan ist ja sehr... Ja, das dachte ich mir. Okay, what? Okay, beschwört einen Geist, der Gegner einfriert. Wow. Wow, ich muss aufpassen, dass ich ihn auf Distanz halte. Frostfächer. Das, also, ja, das ist halt, das fühlt sich schon, da ist schon direkt, hinter jedem Angriff steckt halt direkt einfach Gewicht.
Hä? Hast du das schon hier? Also ich fühle mich halt jetzt schon wie ein wandelnder Gott. Okay, hier werden wir geheilt. Manchmal denke ich erst nur wegen der Kekse hier. Zauberer, die an den Chaosprüfungen teilnahmen, waren normalerweise in einen Standard-Zauberumhang gekleidet, wie hier zu sehen ist. Sie durften die Prüfung mit je einer der vier Arcana-Klassen und einem Relikt ihrer Wahl bestreiten. Fühlt sich wie ein wandelnder Gott, während du von Slimes verprügelt wirst. Ich hab die Slimes verbrannt, ja. Zum Glück interessiert das keinen Sau, wenn ich hier irgendwen angreife. Okay, ich kann damit aber noch nichts machen. Ich sehe diese Farbe im Schrank nicht. Die während der Chaosprüfung verwendeten Zauberumhänge wurden für schnelle Bewegungen und den Einsatz von Arcana optimiert. Viele dieser Elemente wurden von erfahrenen Schneidern sogar verzaubert, um eine Vielzahl von wirkungsvollen Effekten zu erzielen. Da jedoch nur ein Arcana von jeder Klasse in der Prüfung eingesetzt werden konnte, mussten sie den Stärken der Zauber entsprechend von einer begrenzten Hand zusammengestellt werden. Es hat, finde ich, schon dezent was von dem Magiesystem in Songs of War. Im vollen Zauberbuch muss es endlos viele Kombinationen aus Arcana gegeben haben. Ja, das wird noch lustig. Ganz viele Leute und ich darf nicht mit ihnen reden. Das Abzeichen der Legende war eine Herausforderung, eine Auszeichnung, die nur diejenigen Zauber verliehen wurden, die die Chaosprüfung erfolgreich meistern konnten. Abgesehen von der zeremoniellen Verwendung ist über dieses Relikt nichts weiteres bekannt, nur dass es aus Chaos-Energie erschaffen wurde. What? Okay, also ich glaube, ich bin gerade durch die Zeit gesprungen. Und unser Helfer hier ist ein Spiegel. Komm einfach vorbei und ich sage dir, wie stilvoll du aussiehst. Boah, was für ein Schleimer. Oh ja, klar, natürlich, das Buch heißt einfach Tomi. Ach du Scheiße. Okay, es gibt 36 Arcana für die 5 Hauptelemente. Okay, Blitz ist das 5. Element und wir haben noch Chaos mit nochmal extra 24. Okay, die Kiste heißt Mimi, wahrscheinlich weil Mimic. Okay, hier können wir die Relikte reinpacken. Ein Museumsticket. Was machen wir mit dem Museumsticket? Cammy? Okay, hier können wir unsere Loadouts speichern. Und Garderobus. Okay, er gibt uns unsere Outfits. Wir können also schon mal hier auf Blau wechseln, wenn wir wollen. Und der Rest ist noch zu.
Okay, prall ich von denen ab. Das hier schmeckt ein wenig komisch. Da muss man sich erst gewöhnen. Okay, also hier können wir... Okay, was machen die alles? Erfährst du einen Windstoß, wenn du Schaden erleidest? Lässt dich mit Haupterkana für den Nahkampf gegnerische Geschosse zerstören. Doktorhut, erhöht die Menge an Chaos-Edelsteinen. Das ist natürlich vielleicht schon eine gute Investition. Verstärkter Fallschirm, erhöht die Resistenz gegen luftbasierte Angriffe. Handschuh des Midas. Warte, können wir die parallel ausrüsten? Nein, ich möchte nicht das. Schwer ein Geist der Gegner einfriert. Da. Okay, wir können nur eins davon nutzen. Aber ich glaube, das ist erstmal eine ganz gute Investition. Was haben wir denn hier noch? Oh, hallo? Aquabrecher. Also zum Aufladen einer Tasse zurück und befestigt sich schnell drehende Wasserball, der bei maximalen Aufladen eine explosive Flutwelle erzeugt. Das klingt krass. Not gonna lie. Sei es nicht mehr Auftritt. Sengende Eile. Okay, das ist best ein Schub-Arkana. Ich glaube, unser jetziges dürfte ja wahrscheinlich Wind sein. Wir haben ja schon von ein paar Sachen hatten wir schon zwei verschiedene Arkana, glaube ich, oder? Okay, wir haben noch nicht so viel. Drachenbogen, Frostfächer und zurückkehrende Eiszapfen. Okay, wir haben zurückkehrende... Okay, das ist halt das Primär-Arkana. Ich verstehe das noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Also ich würde mal behaupten, ich meine, wir haben im Moment echt einen Fokus auf Feuer. Okay, pass auf, sengende Eile. Und dann haben wir nämlich hier... Okay, die haben ja alle auch noch eine erweiterte Fassung. Erzeugt einen größeren Luftstoß, der alle Feinde verlangsamt. Okay, aber ich glaube, im Moment ist... Ah, okay, warte. Der Dash hat auch nochmal... Okay, das hat natürlich nochmal einen Cooldown. Ah, okay. Das ist gar nicht so OP, wie ich dachte. Ein Tomahawk, okay. Das könnte ein besserer Nahkampfangriff sein. Ich war ja nicht so zufrieden mit dem Windschlitzer, to be honest. Warte, der... Hä? Okay, das ist, das ist das hier, das ist ein Standard-Arcana. Okay, was haben wir hier noch? Erhöht maximale Gesundheit, verringert Abklingzeiten. Erhöht Rüstung, erhöht erhaltene Heilung. Gier, okay, ja. Sind wir gierig? Wir können es keinen von denen leisten. Viele große Zauberer sind vor dir hergekommen, aber keiner hat es geschafft, die Prüfung des Rates in ihrer Gesamtheit zu übertreffen. Okay, ja, und man kann auch im Koop spielen. So ist eine Herausforderung. Ich kenne einen Weg durch die Chaos-Ruf, der selbst die größten Zauber fordert. Ah, das ist wahrscheinlich der Hard-Mode. Okay, das ist... Okay, alles klar. Das ist wahrscheinlich, wenn du dann an einem bestimmten Punkt... Also wenn du nicht direkt auf Ebene 1 beginnen möchtest...
Durch die Teilnahme an den Chaosprüfungen erklärst du dich damit einverstanden, dass der magische Rat nicht für Verletzungen oder Todesfälle verantwortlich ist, die dir während der Veranstaltung auftreten können. Was haben wir hier? Okay, das ist für Rerolling, also wenn wir das komplette Ding ändern wollen und 200 Goldmünzen für 20 von deinem Chaos Edelstein. Okay, also wir können also dann Währung umtauschen, aber ich habe noch nicht verstanden, wofür Gold da ist. Also Gold haben wir auch noch gar nicht. Okay, Zeit für die Prüfung. Wow. Wow, okay, die weichen auch aus. Und sie nutzen Kombos. Okay, ich habe gerade mehrmals... Ich habe gerade mehrere Feuerbälle gesteuert. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Okay, was haben wir hier? Ach, das Gold ist wahrscheinlich dann, wenn ich innerhalb... Ah, okay, jetzt macht auch Sinn, warum ich die Chaos-Edelsteine vielleicht für Gold austauschen möchte. Okay. So, Frostfächer. Ich glaube, das ist dann, wenn die erweitert sind, ne? Die Arcana. Also Gold ist innerhalb des Dungeons und... Wow. Okay, also runterfallen ist schon mal kein Instant-Kill. All dein Gold gegen meine Chaos. Ein Spielstein. Okay, nein. Okay, hier war ich schon. Wow, okay, wartet hier. Okay, die waren jetzt nicht so schwer. Okay, da sind wieder die Slimes mit süßen Helmchen. Okay. Das ist zum Heilen. Ring der Reserven. Fügt allen mehrfach einsetzbaren Arcana mehrere Einsätze hinzu.
Warte, du verkaufst Abzeichen, oder? Und Abzeichen sind separat von Relikten, oder? Das sehe ich aber gerade noch nicht. Verringert den Rückstoßeffekt aller Arcana erheblich. Ich hätte mal gerne einen besseren Standardangriff, to be honest. Wow. Okay, krass. Das sieht nach Boss aus. Ah, okay, da war ein Heiltrank drin. Hat sich das gerade verändert, das Ding hier? Ritter, der hat... Okay, seine Gehilfen sind fast down. Au. Also ich krieg zwar noch gut auf die Fresse hier, aber ich fühle mich trotzdem wie ein wandelnder Gott. Wow, was kriegen wir jetzt? Batterie des Taranis. Okay, wir können doch mehrere... Hä? Oder können wir nur mit einem Relikt starten? Erhöht Blitzschaden. Ja gut, das bringt uns natürlich jetzt total viel. Okay, wir haben noch keinen... Es fehlen auch noch zwei Arcana, ne? Okay, Abschnitt 1 geschafft. Okay, in der Ladezeit, dann kommt er schon ein bisschen ins Stocken. Wow. Wow. Okay, das ist ein bisschen sehr tight. Wow. Das war kostspielig. Mit der... Warte, ist hier ein... Okay, die Falltruhe... Ist das nur Deko oder können wir mit der auch irgendwas machen? Wow. Okay, du bist ein Tank. Dachte ich. Ist aber nicht.
Okay, das war kein besonders krasser Raum. Aber ich bräuchte langsam mal irgendwie eine Heilung. Okay, Gegner. Sehr viele Gegner. Aber nicht besonders starke. Oh. Okay. Ich kriege Pets. Okay, irgendwas Interessantes. Wir haben 268 Gold. Donnersucher. Wirbelsturm-Boomerang. Standhafte Verteidiger. Ja, das habe ich doch. Windschlitze habe ich doch. Ich glaube, hier war ich schon. Windelementare. Ich brauche Life. Okay, wir haben 76% des Dungeons schon gesehen. Ich glaube, in meinem jetzigen Zustand möchte ich aber ungern mich mit einem Boss anlegen. Okay. Ja, das war's. Aber jetzt ist hier, jetzt können wir hier an ein paar Orte. Melody. Okay, wir können die Musik ändern. Ach, jetzt können wir auch mehr Relikte ausrüsten. Aber was machen wir mit dem... Was können wir mit dem Ticket machen? Nee. Hä? Können wir jetzt mehrere Relikte ausrüsten oder nicht? Nee, können wir nicht. Aber wir können anscheinend noch welche finden. Und, also während eines Levels. Und dann ist das... Wieso haben wir jetzt das Arcana nicht mehr? Warum durften wir das jetzt nicht mitnehmen? Da blicke ich noch nicht so ganz durch. Ich hätte mal gerne irgendwie einen beeindruckenderen Standardangriff. Okay, das ist eine verbesserte Version von dem Tomahawk. Okay. Erdfäuste. Also das wäre eine Alternative. Hä? Aber wie wechsle... Hä, wie wechsle ich das? Ah, okay, damit kann ich die Belegung austauschen, verstehe. Aber ich wollte eigentlich... Moment, ich muss zu Tomi gehen, wenn ich Zauber austauschen will. So, Erdfäuste.
Nee, jetzt hat er es nicht ausgetauscht. So. Oh ja. Es ist langsamer, aber es haut wesentlich mehr rein. So, was haben wir jetzt hier an Anzügen? Verringert Abklingzeiten. Aber Gear ist immer, im Moment habe ich das Gefühl, ist Gear eigentlich das Beste, weil dann kriegen wir schneller alles andere. So, wo können wir uns umziehen? Also, umziehen. Wo kann ich mich umziehen, verdammt? Muss ich dafür extra wieder zurückgehen? Dieses Farbschema erinnert mich an Spider-Gwen. Wobei ich jetzt den neuen Film tatsächlich noch nicht gesehen habe. Okay, jetzt ist auch das Layout ein anderes. Jetzt haben wir den Blitzelementalisten am Anfang. Oh, jetzt kommen hier doch noch mehr. Okay, manchmal kann man einfach random noch einen Schub und kann mehrmals angreifen. Also beziehungsweise keine Abklingzeit, verstehe ich das richtig? Okay, man muss aufpassen, dass man nicht in den Gegnern spawnt. Alles klar, ja, der Run ist auch schon vorbei. Im Grunde genommen. Okay, und Gold zu sparen bringt nichts, stelle ich fest. Vielleicht verstärkt die Verstärkung aller Arcana. Der Schaden wird für jede nicht mehr verstärkte Arcana erhöht. Für jede Lichtbuchung kann man die Abklingzeit reduziert. Warte, ich darf jetzt aussuchen? Zutat für die verlässliche Torte. Ach, das ist die Primäraufladung, ne? Okay, jetzt habe ich die mich versehentlich entschieden für eine Sache. Ach, das ist die jetzt verstehe ich, wie die blaue Leiste funktioniert, glaube ich. So, was haben wir hier? Clown. Dunkles Katana. Verdreifacht die kritische Trefferchance aller Nahkampf-Arkana. Alle Discount-Karte, okay. Heiltrank. So leid es mir tut, aber da bleibt uns keine andere Wahl. Okay, das leuchtet auf, weil wir nicht alles gefunden haben, richtig? Weil wir nicht überall waren. Okay, aber hier ist eine Sackgasse.
Hier muss ich angewöhnen, dass man nicht alles wegdodgt, sondern einfach läuft, weil man dann schneller wird. Alter, triff doch mal. So, was haben wir hier? Wir haben eh kein Gold. Okay, er spawnt immer Gegner nach, wie ich sehe. Warte, aber auch nur, wenn ich ihn nicht unterbreche, oder? Okay, ich will ihm nicht im Nahkampf begegnen. Außer, wenn ich jetzt... dodge? Nee, jetzt hat er sich rausgezogen. Nee, das war er. Okay, sein Schatten ist größer, verstehe. Na, zumindest den ersten haben wir. So viel es auch bringt. Blitzaspekt. Okay, warte. Ist das jetzt ein Angriff oder ist das ein Buff? Erzeuge ein Feld und lässt Elektrizität. Habe ich was erfasst? Wir haben einen Boss besiegt, aber halt keinen, also einen von den, also es rotiert immer. Also das Dungeon ändert sich. Es war, glaube ich, noch keiner von den, also es war noch keiner von den krassen Bossen. Wir haben jetzt diesen ersten Abschnitt, haben wir vorhin schon mal geschafft. Erzeuge ein Feld aus Elektrizität, das berührte Gegner schockt und mit dem letzten Treffer deiner Hauptarkane einen Blitz beschwört. Also mit dem. Wir sind halt jetzt schon fast tot, also... Ah, ja. Ja, okay, ist okay. Gib mir mehr. Aber ich muss sagen, also selbst wenn man auf die Fresse kriegt, aber man fühlt sich mächtig. Kommst TS? Also wirklich Teamspeak, wer benutzt denn sowas noch heutzutage? Ich habe das Gefühl, Hauptarkana darf ich wahrscheinlich erst behalten, wenn ich den Boss besiegt habe, oder? Ich bekomme wahrscheinlich jetzt hier immer was, was zu dem Gebiet passt oder zu dem Boss. Warte mal. Ah, okay. Ich kann direkt drangehen an das Ende. Ich muss nicht vorher dodgen. What? Ich kann die Effekte von Outfits verstärken. Also das, was ich gerade trage. Aber kann ich mir nicht leisten. Wow.
Alter, er beherrscht Magie und sein Angriff ist einfach eine Kiste. Oder ein Block oder was das war. Also ich habe noch nicht so ganz raus, wie ich es schaffen soll, meine Magic Bar da oben im Auge zu behalten für den Boost, den man dann kriegt. Du regenerierst jedes Mal Gesundheit, wenn du einen Chaos-Edelstein aufhebst. Deine Rüstung erhöht sich entsprechend den Chaos-Edelstein in deinem Besitz. Das klingt mega geil. Aber es kostet mehr. Okay, jetzt müssen wir uns merken. Grünes Portal. Ich finde, das klingt schon mega stark. Das verhindert halt die ganze Zermürbung, die einem so zwischendurch kommt. Also wenn man nicht komplett kacke spielt. So, jetzt können wir uns das leisten. Grünes Portal haben wir vorhin festgestellt. Jetzt haben wir noch Hardcover-Lehrbuch. Erhöht die maximale Anzahl Beschwörungen aller Beschwörungsarkana. Das ist auch nice. Primäraufladung verfällt nicht mehr während der Aufladephase. Das ist alles gut. So, und jetzt habe ich beides. Plus 2,3%, was auch immer das heißt. Also ist das der Bonus auf meine Rüstung? Also jetzt habe ich ja so gut wie alles auf dieser Ebene gesehen. Okay, wir haben kein Gold. Hier waren wir doch vorhin schon, als ob ich den Raum vorhin komplett übersehen habe. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, kriegen wir ja auch vor... Also die Portale, die wir entdeckt haben, können wir ja auch nochmal betreten, kurz bevor wir den Boss aktivieren. Also man kann nicht sagen, dass man nicht fürs Erkunden belohnt wird. Aber wo ist jetzt der Boss? Gibt's keine große Version von der Karte? Ich habe jetzt 91% schon erkundet. Hier war ich noch nicht.
Okay, wir haben jetzt keine Chaos-Edelsteine bekommen, ne? Wahrscheinlich kriege ich jetzt auch keine mehr, weil wir ja jetzt das Ding haben, dass wir dadurch... Okay, das ist der Boss vom ersten Mal. Ich komme mir ein bisschen lame vor, dass ich die ganze Zeit wegdodge. So, 34? Naja, ein bisschen, ne? Riesenherz. Okay, 25 Edelsteine, wenn die... Was haben die jetzt gegeben? Ich hätte mal kurz die Umrechnungsrate mal checken können. Erhöht maximale Gesundheit. Ja, es bringt aber nichts, wenn wir... Wenn wir nichts, ne, und so. Wir haben jetzt auch gar keinen Arcana bekommen. Also keinen Hauptarcana. Ja, weil wir stattdessen ein Dings bekommen haben, ein Accessoire. Ein Relikt. Hallo? Hat er sich jetzt gerade wegteleportiert? Okay, hier ist der Boss. Wow. Okay, wir können uns heilen. Und das war es auch. Erweitert einen Schub-Arkan und verringert seine Abklingzeit. Wow. Ist einfach nichts. Wow, stopp, 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 stopp. Ich glaube, das hat jetzt nicht so viel gebracht mit den Chaos-Kristallen. Ich glaube, das war ein scheiß Upgrade.
Okay. Ich bin mal gespannt, wie viel stärker man noch wird, weil im Moment scheint es noch ziemlich unvorstellbar. Okay, ja, das mit dem Chaos-Ding war kacke. Dass man hier mal das Ende erreicht, geschweige denn auch noch in einem Hard-Mode. Handschuh des Letztgeborenen. Wenn du dich in den Angriff hineinbewegst, wird der Angriff abgewehrt und Gegner in der Nähe werden betäubt. Du holst dich langsamer von Angriffen. Linke Hälfte der Ahnenhandschuhe. Schicke Stiefel. Erhöht den Schaden von Bewegungsarkana und erlaubt Dreifachschübe, aber deine Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. Angriffe gegen Feinde mit voller Gesundheit verursachen mehr Schaden, aber du erleidest mehr Schaden. Das klingt alles nicht nach guten Deals. Die sind alle scheiße. Not gonna lie. Also ich denke mal, ich werde gleich trotzdem eins nehmen, um es freizuschalten. Weil ich glaube, du kannst damit auch was machen. Wobei ich nicht weiß, ob du davon irgendwas mitnimmst. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. So, was haben wir hier? Habe ich das nicht sogar schon in der Version, oder ist das die, das ist die erweiterte, oder? Ja, es ist die erweiterte Version. Die müsste ich ja dann behalten, oder? Wenn... Boah. Alter. Ich muss die irgendwie stunnen. Okay, aber ich finde, der Boss geht voll. Okay, das war gerade dieser Boost. Okay, das war nice. Aber ich glaube, weiter werden wir nicht kommen, oder? Weil jetzt kommt hier der Super Saiyajin. Wow, 75 gesucht. Also vor einem krassen Boss, nachdem man gerade schon einen normalen Boss hatte, könnte man ja wenigstens mal einen Full Heal spendieren können, oder? Oh. Okay, aber es fühlt sich machbar an. Oh.
Oh, okay. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Hau einfach so einen Angriff raus, der einfach mich komplett killt. Aber das hätten wir schaffen können. Not gonna lie, das war jetzt nur, weil sie mich vorhin das eine Mal schlimm erwischt hat. Also das fühlte sich jetzt nicht unschaffbar an. Aber ich habe das Gefühl, es ist doch ein bisschen grindy, weil wir haben, finde ich, nicht viel Fortschritt gemacht. Also nicht viel auf der Meta-Ebene. Wobei, doch, es ist gar nicht so teuer hier, was wir alles haben. Erhöht Erdschaden, verbessert Hauptarkana. Ich glaube, das ist ein krasses Arcana, ne? Sieht aus, als wäre es ziemlich mächtig. Auch okay, aber nicht das, was ich suche. Not gonna lie. Ich fand diesen einen Angriff schon gut. Ah, okay, wir können sie auch noch als Okay, es gibt Varianten. Also wir können sie in verschiedenen Slots ausrüsten, sehe ich, oder? Also zumindest manche. Ah, okay, das sind die mit erweitertem Effekt, oder? Nee. Hä? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Blitzschiene. Ja, langfristig will ich eh alles haben, vermute ich, aber uns fehlen ja auch noch Slots. Also zwei Slots können wir ja noch benutzen. Okay, hier sind wir. Drachenbogen haben wir schon. Nee, hä? Der ist jetzt immer noch nicht erweitert. Aber der ist, bleibt erweitert. Aber warum? Weil das mein Hauptarkana ist? Ich blick da noch nicht so ganz durch. Not gonna lie. Okay, das fühlt sich doch profitabel an. Hier waren wir schon. Thank you.
So, du kannst, ne, du kannst die Effekte verstärken von meinem Umhang. Aber das können wir uns gar nicht leisten. Jetzt habe ich hier aber schon alle Portale. Alle Goldkosten für Relikte sind reduziert. Fügt allen mehrfach einsetzbaren Arcana zusätzliche Einsätze hinzu. Das ist natürlich für meinen Dodge und für meinen Drachenbogen interessant. Erzähl jetzt mal eine Primäraufladung, wenn du einen Chaos-Edelstein aufhebst. Und den Schaden erhöht sich entsprechend den Chaos-Edelstein in deinem Besitz. Hier war ich schon. Hier war ich auch schon. Und das ist der Anfang. Aber ich habe noch nicht alles gesehen. Hier der Rechtsteil, das ist noch komplett un... Okay, das geht nicht weiter, aber hier oben ist noch... Wow, sogar fast genug Gold, dass man sich was kaufen könnte. So, wir kriegen ein bisschen Heal. Da haben wir im Moment aber sehr viel Glück. Okay, okay, stopp. Au. Okay. Wir haben eigentlich alles gesehen. Die Frage ist, wofür investieren wir jetzt unser hart erspartes Gold? Erdfäuste verbessern wäre natürlich interessant. Oh ja, das sieht schon mal wesentlich mächtiger aus. Und Drachenbogen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was wir machen können. Magier der Explosion. Oh, okay, Magier der Explosion. Aber es hat, finde ich, nicht viel mit Explosionen zu tun, was der macht. Das ist mehr, ja, keine Ahnung. Sieht nicht nach Pharokinese aus. Ja, das war jetzt aber eher, lame. Auge der Poesie. Erhöht die Resistenz gegen erdbasierte Angriffe. Ja, bringt mir das jetzt in dem Zusammenhang was? Noch sind wir im Erdgebiet, oder? Nee, hä? Ich erkenne nicht, was für ein Element das ist. Das ist Wind. Voll sinnvoll. Thank you.
Okay. Stopp. Wir haben im Moment sehr viel Glück mit unseren Heals. Zielsuchende Feuerkugeln oder zurückkehrende Eiszapfen. Was haben wir hier? Luftstoß. Habe ich den nicht sogar? Den habe ich doch. Und ich darf doch jetzt eh nicht wechseln, oder? Also es bringt mir nur was, wenn ich bessere kaufe. Ich verstehe noch nicht so ganz die Progression hier. Wir sind bei gerade mal 50 Gesundheit, also 50% Gesundheit, das bringt mich doch ein bisschen mehr in Bedrängnis. Meine Chaoskristalle kriegen wir gerade auch total gut, also ich beschwere mich nicht. Der Run fühlt sich mal halbwegs produktiv an. Okay, aber wir haben noch nicht alles gesehen. Okay, hier ist rein gar nichts. 82%. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier was Bahnbrechendes vergessen haben, oder? Aber ich glaube, es gibt ja jeden Händler auf jeder Ebene. Hier ist noch. Okay, wir können uns heilen. Was haben wir hier? Erhöht Rüstung. Alle Goldkosten für Relikte. Das müsste man eigentlich am Anfang des Runs machen. Erhöht die gesamten durch Angriffe erhalten eine Primäraufladung. Das ist durchaus hilfreich und das können wir uns nicht leisten. Was ist das? Stellt die Gesundheit komplett wieder her. Und er hat bei voller Gesundheit den verursachten Schaden. Dieses Relikt wird zerstört, wenn es fallen gelassen wird. Okay, das können wir uns nicht mehr leisten. Wäre es besser gewesen, das Ding zuerst zu kaufen? Okay, das ist wieder der Boss.
Ja, super. Blockiere meine Bewegung für einen Superangriff und ich werde dann selber getroffen. Aber wir kriegen... Okay, wir kriegen mehr von der Aufladung. Das ist durchaus nützlich. Geldbörse der Pracht. Verflucht. Biete die Möglichkeit, Gegenstände mit Chaos-Edelsteinen zu kaufen, wenn du nicht genügend Gold besitzt. Okay, jetzt haben wir einen anderen Boss als vorhin. Wir kriegen zumindest nochmal einen kleinen Heal. Okay, diesmal haben wir den Windherrscher gegen uns. Okay, ja, er ist schnell. Er ist verdammt schnell. Ich glaube, ihn outspeeden zu wollen, ist hoffnungslos. Alter, du kommst gar nicht weg von ihm. Ah, er hat sehr viele Angriffe, die mehrmals treffen. Not gonna lie, das ist sehr, sehr schlimm. Excuse me? Die Eiskönigin hätte ich jetzt besiegen können, aber ihn? Er war schnell. So, wir haben 78 Chaoskristalle. Ist da irgendwas Sinnvolles, was wir tun können damit? Vielleicht ein neuer Umhang. Rüstung erhöht erhaltene Heilung. Erhöht erhaltene Heilung und kritische Heilung. Ich glaube, das könnte der bessere sein. So, vielleicht auch mal ein anderes Relikt ausrüsten, oder? War das auch bei Garderobus? Nee. Wo hab ich die Relikte ausgerüstet? Bei Nini? Ja. Wir haben ein Angriffsrelikt. Welches war das? Erhöht Schaden und Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ein wahrer Freund bei dir ist. Okay, das ist wahrscheinlich für den Koop-Modus. Was soll ich mit dem Museumsticket? Beschwört einen Geist, der Gegner einfriert? Okay, da haben wir nicht wirklich was Besseres. Reduziert alle Abklingzeiten, erhöht die kritische Trefferchance, Blitzschlag, wenn du Schaden erleidest, Chance. Also das ist schon mal gut. Ach, wir können uns... Ja, wir haben schon unsere Chaoskristalle alle ausgegeben. Okay, jetzt ist der Blitzgegner vorne. Also zumindest den ersten Boss will ich heute noch schaffen, also den ersten richtigen Boss. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Was haben wir hier? Das bist du. Okay, irgendein Item? Grausame Schachuhr. Verflucht. Deine Abklingzeiten werden halbiert, dafür nimmst du weniger Schaden. Ich habe eigentlich ein ziemliches Problem, dass ich mir meine Angriffstimings nicht so gut aussuchen kann. Also ja, es könnte funktionieren. Es könnte in dem Fall sogar gut sein. Okay, jetzt kann ich nämlich auch mit dem hier spammen. Ich glaube, vorher musste ich vorhin so eine kurze Pause drin haben. Zumindest nach jedem zweiten Angriff, damit ich nicht in den Cooldown reinlaufe.
Ich habe das Gefühl, sonst entsteht eine Lücke. Und das gilt natürlich auch für meinen Dash, ne? Dass der häufiger seinen Schaden macht. Also das ist vielleicht gar nicht so kacke, das Relikt. Meine Abklingzeit wird bestätigt. Nein, ich mache weniger Schaden. 35%. Oh, was bist du? Bei ihm kann ich Relikte verkaufen. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen bis jetzt. Ich könnte ihm die Schachuhr verkaufen. Okay, hier ist das. Aber ich habe das Gefühl, es lohnt sich nicht, also aktuell zumindest. Okay, das war kacke. Vorher zum Boss zu gehen. Also bevor man nicht alles gesehen hat, weil man braucht ja doch das Gold dann auch später die besseren Upgrades. Okay, der eine Gegner ist einfach eine lebende Schraube. Blitzschaden, erhöht Wasserschaden. Erhöht die Resistenz gegen feuerbasierte Angriffe. Verleiht die Chance, Chaos-Edelsteine bei Erkunden ab Chaos zu finden. Aber das tue ich doch schon. Hä? Erhöht allen verursachten Schaden. Das wäre natürlich auch nice. Komm, wir nehmen mal das für die Meta-Progression. So. Aber wir haben immer noch nicht alles gesehen. Okay, aber ich glaube, mehr ist jetzt hier auch nicht. Okay, den Gegner hatten wir... Doch. Nee. Ja, hatten wir den schon? Au. Versuch mal gerade hier irgendwie diese Super-Kombo aufzuladen.
Abschnitt gemeistert? Ja, das war eher kacke. Ein brillanter Luftballon. Windstoß in den Schaden, da ist der Gegner daneben. Okay, das könnte nützlich sein. Und Blitzaspekt. Das hatten wir doch schon mal. Wow. Ernsthaft? Erhöhte Heilung? Habe ich nicht erhöhte Heilung? Das bringt mir einfach 3. Also irgendwie wirkt das nicht mega hilfreich, dieser Effekt. Hey Cassian! Okay, was haben wir jetzt hier? Das lilane Portal müssen wir uns mal merken. Sengende Eile. Ja, das ist unser Dash und das ist unser Drachenbogen. Kampfsystem sah nach viel Flow aus. Ja, und auch wenn du auf die Fresse kriegst, du fühlst dich wie ein Gott. Also, das ist nicht übertrieben, wenn man sagt, das ist einfach eines der besten Magiesysteme in einem Videospiel. So, pass auf, jetzt upgraden wir hier einmal. Wir sind eh gleich tot, also von daher. Vampirbrille. Regenerierst unter bei jedem kritischen Treffer, den du erzielst, wird für die Zugersichtskennung benötigt. Also es impliziert ja, dass man später noch Dinger kombinieren kann. Ich könnte ein paar kritische Treffer brauchen, würde ich mal behaupten. Ja, geil. Okay, kritische Treffer regenerieren einfach 2 Gesundheit oder so. Der Angriff hier ist der einzige, der irgendwie eine Chance hat, überhaupt irgendwie... Also, wirklich realistisch zu kritten. Das Magiesystem ist gut, weil du dich wie ein Gott fühlst. Nein, es ist gut, weil sich alles, was du tust, halt richtig stark anfühlt. Und alles hat, also jeder Zauber, den du schleuderst, hat einfach Gewicht dahinter. Und es ist mega geil. Und es fließt halt richtig ineinander, das kommt noch dazu, also... Skyrim wünscht sich, es hätte so ein Magiesystem, da war nie so ein Flow vorhanden, mit nichts.
Also dieser Crit da, dass man damit heilt, das hätte ich eigentlich mal ganz am Anfang gebraucht. Dann wäre ich vielleicht jetzt nicht so zermürbt. Aber wahrscheinlich wäre es sonst normalerweise nur ein Hitpoint und ich krieg zwei, weil ich den Umhang habe, oder? Kann das sein? Ist das möglich? Gib mir Heal. Findest du irgendwas aus dem Chat raus? Eigentlich nicht, dass ich wüsste. Also ein bisschen nichts, also nichts, was ich... Ich habe, glaube ich, auch nichts von den Standardsachen aktiv. Ansonsten versuch's mir mal bei Discord zu schicken, was du schreiben willst. Wow. Okay. Das war uncool. Will man einmal dashen, damit er dadurch Schaden kriegt. Also ich glaube, das mit dem Feuerdash ist deshalb einfach nicht so gut, weil es mich zu sehr dazu ermutigt, in Gefahr zu springen. Gibt es jetzt hier Chat-Zensur? Wie gesagt, schreib mir vielleicht mal bei Discord, was du schreiben wolltest. Also ich habe eigentlich nichts an Chat, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, außer Twitch hat irgendwas an den Standardeinstellungen geändert und es dann für alle geändert. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, also ich würde mal behaupten, das wüsste ich. So. Dritter Mal, dass wir einen Boss sehen. Oh, es sind zwei. Oh, shit. Teilen sie sich eine Health-Bar? Oh, jetzt kommen sie hier mit den ganzen Blitz-Wortspielen. Ach du Scheiße. Okay, die sind auf Area Control. Ach du Kacke. Ach du. Aber okay, man kann, da durch zu dodgen kann man auch vergessen. Kann man gegen Bosse nicht critten? Alter, das sind ja Patterns wie bei Sans Fangames. Das sind ja Patterns wie bei diesen typischen Sans-Fan-Games, wo der irgendwie 10 Phasen hat. Beziehungsweise gut, also machen es auch mit anderen Undertale-Charakteren, wo die dann irgendwie einfach alle Gasterblaster spammen. Heilige Scheiße. Ja, geiler Boss. Es ist schon cool. Kann man nicht anders sagen. Aber ich glaube, ich brauche mal langsam ein paar andere Moves. Eisspeer. Wir können unsere innere Undyne kanalisieren. Chance, Gegner zu vergiften. Maximale Gesundheit.
Familiensiegel war gut. Ernsthaft, dass es verschieden ist? Weißt du, irgendwas am Wochenende nicht da bist? Kann ich dir morgen ein paar Sachen schicken? Ja, klar. Ich kann danach im Stream noch drauf gucken. Komm, wir brauchen mal ein paar Eissachen. Schneidende Kette, könnte das besser sein als, als mein aktueller Schubmove? Das ist gar kein... Hä? Ich dachte, das ist ein Schubmove. Ich glaube, das ist eher ein Downgrade. So, was ist mit dem hier? Ja, okay, nee. Eher nicht. Also der Drachenbogen ist, finde ich, schon cooler. Zurückkehrende Eiszapfen. Moment. Ja. Warte, der hat zwei separate Cooldowns. Warum? Eiszapfen fliegen weiter. Okay. Aber ich finde den, also ich finde den Feuerball, to be honest, der ist schon cooler. Wir sind schon wieder pleite. Also es fühlt sich ein bisschen grindy im Moment an. Aber vielleicht übersehe ich einfach irgendwas Offensichtliches. Jetzt haben wir gleich wieder die Elektrobosse. Warte, hat er gerade seinen eigenen Dude abgeschossen? Kriegen wir es nochmal hin, dass er sein... Nee. Aber er hat doch gerade seinen eigenen Dude getroffen damit. So, du wolltest mir schreiben, was du in den Chat schreiben wolltest. Okay. Wenn es das war, dann vermute ich mal, dass das einfach... Dass vielleicht irgendwie da... es zu lang ist. Oder dass Twitch wirklich irgendwie das als Standard drin hat, dass ja, dass du Leute nicht rickrollst. Ja, okay, stimmt. Wenn es wirklich Twitch wäre, müsste der Text kursiv kommen, ne? Also ich glaube, das würde erscheinen, aber es würde dann im Kursivtext geschrieben werden. Aber ich würde Twitch zutrauen, dass sie eine Standardeinstellung haben, dass du nicht, dass nicht alle die Streamer rickrollen. Weil das ist ja der Witz. Schlechthin. Ich habe noch nicht so richtig aus, was dieser Boosted-Modus macht, außer dass ich halt den einen Angriff da dann mehrmals einsetzen kann. Aber ich habe noch nicht ganz drauf, wie es den Rest beeinflusst.
Jetzt habe ich dich gerickrollt. Ja, ich bin stolz auf dich. Man könnte dich glatt einem anderen aus meinem Umfeld verbündet. Kassi, dir ist klar, dass ich jetzt bei dem Link einfach davon ausgehe, dass das ein Rickroll ist. In meinem Kopf war das eine gute Idee. Donnerkette. Okay, Drachenbogen haben wir ja. Was bringt mir das, die zu kaufen, wenn ich sie nicht ausgerüstet habe? Ich kann sie doch nicht im Dungeon wechseln. Oder? Hä? I'm confused. Was ist das erlaubt, dass man links schicken kann? Ja. Man muss sich immer trösten und bedenken, sie haben selbst Rick Astley selbst von gerickrollt. In dem einen Ask Me Anything, wo dann irgendwie ein Typ meinte, ja hier, ich hab dich mal irgendwie mit 12 Jahren, hab ich dich mal Backstage getroffen und hat dann einfach Rick Astley höchstpersönlich gerickrollt. Okay, diese... Die Chest wird bewacht, wie ich sehe. Alter, lass mich doch mal angreifen, verdammt. Wieso endet mein Cooldown gefühlt nicht? War es jetzt worth? Ich glaube nicht. Penny ist stolz auf mich, das kann man seinen Lebensaufschreiben. Naja, also manche Personalchefs empfehlen ja, dass man eine Sache, die irgendwie mit den Hobbys zu tun hat, in den Lebenslauf schreiben soll, als Eisbrecher für die Person, die da das Vorstellungsgespräch führen muss. Okay, er ist ein Beschwörer. Also der Boss ist schon cool, dafür, dass das eigentlich noch gar kein Boss ist. Also während der Ladezeit, so wie das da freest, habe ich immer das Gefühl, das Spiel stürzt gleich ab. Okay, warte, das war jetzt gerade das. Jetzt, warte, wohin hatte ich das Radar doch auch? Ah, okay, warte, das ist, wenn ich in Gebiete gehe, wo ich noch nicht war, oder? Ja, sonst könnte man ja unbegrenzt von den Chaoskristallen farmen damit. Das jetzt plus. Gib mir eines deiner Arcana zum Untermischen, dass ich dich zwei aus meiner Hand ziehe, die du behalten kannst. Okay, habe ich jetzt den Drachenbogen ernsthaft gegeben? Aber meins ist gar nicht dabei. Packende Erde und Ionenspitze.
What? Was macht das? Das sind jetzt nicht, ich habe jetzt aber nicht dauerhaft meinen Drachenbogen eingetauscht, oder? Alle Gegner im Umkreis mit riesigen Steinfäusten packen. Und ich, anscheinend ist es auch erweitert? Startet maximal raus und zerquetscht Gegner. Das könnte sogar echt gut sein. Warte, ich schaue gleich in Discord. Erstmal. Laut genau da, ich glaube, meinen Drachenbogen hätte ich dafür trotzdem lieber nicht hergegeben. Okay. Wenn ich nah genug an alle rankomme, ist das schon irgendwie nice. Aber, hä? Ich verstehe noch nicht ganz, wie es funktioniert. So, Moment. Nee, also, ja, also ich hab's gesehen, du kannst es mir schicken. Okay, okay, stopp. Okay, es ist schon nice, wenn du die dann festhältst damit. Aber ich darf es wahrscheinlich nicht behalten, oder? Ja, diesmal bin ich nicht so weit gekommen. Okay, jetzt habe ich auch mein anderes Dings wieder. Als ob ich jetzt schon 7 Runs hinter mir habe. So, pass auf, Tomi. Aber ich kann jetzt nicht... Wenn ich jetzt den hier nehme stattdessen... Ist aber mehr so einer, ne? Das ist eigentlich mehr sowas für. Das kannst du halt echt deine innere Undyne hier kanalisieren. Resistenz gegen feuerbasierte Angriffe. Ja, das müsste man ja vorher wissen. So, ich weiß ja nicht... Gut, ich kann ja den Zufall doch manipulieren, ne? Ich kann... Okay, ja genau, damit kann ich aussuchen, gegen wen ich als erstes kämpfen will. Das sollten wir vielleicht mal ausnutzen, um gegen die Eistroller zu kämpfen. Ich glaube, dort spinnt einfach jeder so tief im Inneren eine Undyne. Ja, ganz ehrlich, vergiss Giga-Chat. Undyne ist der Giga-Chat. Gibt es schon Giga-Chat Undyne-Art? Wenn nicht, muss das geändert werden. Es ist schlimm, wenn es das nicht gibt. Die Menschheit kann nicht weitermachen ohne... Und bitte eine Coverversion von Can You Feel My Heart und Battle Against the True Hero, bitte. Oder Spear of Justice.
Komm her. Giga-Chat gibt's auch nur mit Sans. Mit fucking Sans. Der Typ, der laut Undertale-Fandom nur einen Gesundheitspunkt hat, was null Sinn ergibt. Also auch wenn's, ja, auch wenn's technisch betrachtet so ist, betrachte ich das nicht als Undertale-Canon. Sans ist doch kein Giga-Chat, Leute. Also von allen Undertale-Charakteren ist das am ehesten Undyne. Also auch von der Mentalität her. Klassian sagt das nochmal. Ich kann jetzt nicht im Stream das angucken. Was stellst du dir vor? Kauf Atome, verbessert Hauptarkana oder erhöht die kritische Trefferchance. Schneckenhaus, verlangsamt Gegner. What? Das selbst für die Echte, dass er getroffen wurde, kann von Jules über. Ja, Jules. Hallo, Jules. Einfach. Mit bester YouTube-Deutschland-Content aktuell. Okay, Gold. Der YouTube-Content ist natürlich aber Ultimate Spinach. Nein! Nein! Sowas von nein! Ein Luftballon. Erdschaden. Das ist das Hauptarkan? Ja, das klingt echt ziemlich gut. Hauptarkana ist doch. Ich erkenne nicht, ob das das Hauptarkana ist. Wir haben 4, okay, wir haben 94% gesehen, also von daher. Magier der Explosion. Ach, der schon wieder. Der Magier der Explosion, der keine einzige Explosion erzeugt. Okay, ich kann einfach seine Angriffe wegschlagen. Ja gut, Jules Content ist offensichtlich von Intel-Historien inspiriert. Aber gab's in YouTube Deutschland halt auch nicht groß. Also, sich von Kanälen inspiriert zu lassen. Er ist ja auch, es tut ja auch nicht so, als wäre es nicht so. Also, mein Kanal hat auch starke Spirit of the Lore Einflüsse. Flügel des Icarus. Wenn du einen Gegner besiegst und ihn in eine Grube stößt, erhältst du eine kleine Heilung. Das ist aber auch sehr spezifisch.
Primäraufladung bleibt bis zur Benutzung aktiv. Ja, Moment, aber ich kann ja nicht steuern, wenn ich sie benutze. Das passiert ja automatisch. Okay, hier gibt es wieder die Artefakte. Diese Relikte haben ihren Preis, ja. Und Hauptarkana wird aber alles reduziert. Handschuh der Geduld erhöht den Schaden durch Hauptarkana und reduziert die Aufladezeit für alle Hauptarkana beim letzten Ladenangriff. Erhöht Abklingzeiten für alle Arkana. Überteuerte Versicherung gibt zu Beginn jedes Abschnitts all dein Gold aus und wird beim Bruchteil des ausgegebenen Betrags geheilt. Erhöht Rüstung, reduziert aber den Schaden. Also, ich bin am Schwanken zwischen den beiden. Vom Schaden juckt mich gerade weniger. Hydrieren, ja, das ist eine gute Idee. Okay, hier können wir jetzt auch holen, was wir wollen. Also, das ist halt sehr situativ. Ich glaube, da ist die Unendlichkeitsmurmel doch sinnvoller. Und vielleicht können wir uns doch mal heilen am Ende. Also hier hätte man das vielleicht hinbekommen. Wobei, ich glaube, die sind alle ziemlich rückstoßresistent. Ja, das ist überhaupt keine Falle. Hä? What? Das ist einfach so ein fünffach gelegt, aber was mache ich damit? Was tut das? Ich kann sie auch nicht mitnehmen. Also ich nehme es ja nicht mit aus dem Level raus. Hä?
Okay, also nur mein Hauptarcana kann das, kann die Aufladung nutzen. Und es reduziert sich auch weiterhin, solange es nicht voll ist. Aber jetzt... Okay, also ich kann gleich theoretisch mit einem Superangriff eröffnen. Was haben wir hier? Let's go! Okay, das ist wieder dieser Counter-Dude. Okay, wenn man ihn zuerst angreift und aus der Tarnung rausschlägt, dann ist er auch direkt außer Gefecht. Gebündelter Blitz. Das ist mega cool. Not gonna lie. Okay, wir nehmen das Geld mit ins neue Gebiet. Oh, warte, jetzt kommt direkt der Boss. Aber wir sind gut drauf. Oh, warte, das ist der Windtyp. Oh, 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 oh. Der war Fastboy. Okay, das sind drei Angriffe hintereinander. In der Treffer-Kombo, ja. Okay, also wir können seine Angriffe auch mit unseren eigenen Kontern. Das sollte ich vielleicht mal gezielter nutzen. Wir könnten es schaffen, aber ich glaube noch nicht dran. Er manipuliert halt auch deine Bewegungen ziemlich krass. Ja, nee, das war's.
Aber ich glaube ja, dass ich die Eiszauberin, dass ich die hinkriegen könnte. Was kostet es mich, wenn ich aussuchen will, gegen wen ich zuerst kämpfe? Im Himmelspalast, nein. Nein. Was hast du? Was bringt mir das? Ja, okay, das ist natürlich dann für den nächsten Run besser, aber nicht langfristig. Ein Schutzring aus Steinschilden, okay. Okay, warte, wie funktioniert das Ding? Okay, wehrt das auch Angriffe ab? Amulett des Zwists. Mit allen Schaden. Warum sollte ich das nicht... Also das klingt ja schon mal gut. Oh, ist es wieder... Das ist wieder der Windtyp. Und Feuer ist... wäre der zweite Boss. Die haben ihn noch gar nicht gesehen. Okay, es wehrt keine Angriffe ab, ich kann nur durchlaufen. Oder? Okay, nee, es wehrt ab. Resistenz gegen erdbasierte Angriffe, ja super. Ich kriege die natürlich in einer Reihenfolge, in der sie mir überhaupt nichts bringen. Möchtest du eine Arcana für meine Untersuchung spenden? Was bringt mir das? Möchte ich das? Ich glaube nicht, oder? Also, was kriege ich dafür? Ich gebe ihr meinen Dash, oder? Okay, sie gibt mir einfach irgendwas. Sie heilt mich. Und der Reliktladen hat jetzt zwei... Das bringt nichts, denn der zwei Heiltränke hat, wenn ich mir das nicht leisten kann. Also ich glaube, den Run können wir jetzt schon vergessen. Wo ist der Boss? Ich gehe jetzt direkt zum Boss. Ja. Also entweder das oder ich lasse mich halt einfach abmurksen. Ja, komm, ich hab nur noch Shit gerade. Also das Loadout ist das nicht wirklich. Also im Grunde genommen, finde ich, wählt man eigentlich nur zwei Fähigkeiten. Weil ich finde, ein Nahkampfangriff ist jetzt nicht das mega krasse Ding. Ich weiß nicht, ob man da noch krassere Sachen kriegt. Und der Dash-Move ist, also ich finde, es verändert halt, finde ich, den Dash-Move nicht so, also nicht krass. Du weißt halt irgendwie alle fünf Sekunden. Also so wie man, auf die man ausweichen sollte, kann man sich das ja gar nicht richtig aussuchen. So, pass auf. Was ist mit dem? Macht nicht so viel Damage, aber kann mehrfach treffen. Moment, wieso habe ich jetzt so ein...
Okay, nach 4 Angriffen habe ich einfach so einen mega langen Cooldown. Was haben wir hier? Das hatten wir ja vorhin schon. Rostfächer. Ja, das, dann triffst du doch auch nichts. Hatten wir auch schon. Also der Drachenbogen war, finde ich, von denen jetzt bis jetzt noch das Beste. Okay, stopp, wir müssen den Beschwörer erledigen. Wir machen jetzt mehr Damage. Ich habe ja das ausgerüstet, dass wir mehr Damage machen. Okay, Nahkampfgegner eher nicht im Nahkampf. Aber was bringt mir das jetzt, die hier zu... Also ich kann ja auch nicht während des Kampfes die Dinger... Ich verstehe es nicht. Müssen wir gleich mal ausprobieren, wie das funktioniert. In solchen Spielen ist Wissen ja auch Macht. Nein, nicht den. Wir gehen zum Start zurück und dann gehen wir einen anderen Weg. Okay, das ist definitiv keine Falle. Ja, ist okay. Triff mich einfach mit allen an. Also, Iframes gibt's hier auch nicht. Aber zum Beispiel auch gerade das eine Upgrade, dass der hier zwei Heiltränke hat. Das bringt mir das, wenn ich es mir nicht leisten kann. Für die maximale Anzahl Beschwörung aller Beschwörungsarkana, das haben wir ja nicht. Familiensiegel war gut. Himbeerkeksdose. Wir können ja den Boss besiegen und dann nochmal durch die Läden gehen. Das geht ja.
Okay, der Bogenschütze ist schon mal, finde ich, einer der einfacheren. Der im Nahkampf ist ja, ja komplett machtlos gegen dich. Permafrostwürfel. Wie die Chance, Gegner einzufrieren. Das ist Teil von einem Set. Ah, okay, das ist. Das ist dann so eins. Aber mit so welchen dürfen wir nie starten, oder? Also ich hoffe, dass wir später noch die Chance kriegen, dass wir mit einem vollen Zauberarsenal starten dürfen. Ich finde 4 Zauber ehrlich gesagt zu wenig. Ich will mehr. Mehr Energie. Wow, ich kann einfach von hier aus. Ich nehme gerade absurd viel Schaden. Relikte zu kaufen. Kann es sein, dass dafür das Museumsticket da ist, dass das irgendwie mega viel Geld bringt, wenn du es halt dann vertickst? Warte, was ist das? What's this? Mein Tod, okay. Was bringt das, wenn ich sage, ich lasse das einmal komplett neu mischen? Okay, ich habe gar nicht genug Edelsteine dafür. Hä? Aber er hat mir 10 abgezogen. Die Sau. So, warte. Die Vampirbrille könnte sogar gut sein. Hat er sie jetzt ausgerüstet? Ja. Flammender Blitzangriff. Moment. Also es ist flammend und es ist wahrscheinlich einfach, weil es schnell ist, ne? Also es hat nicht auch noch Blitzelementalismus, weil das wäre ein bisschen weird. Hä? Also er hat mir gesagt, ich habe nicht genug Geld, aber er hat es mir abgezogen und er hat trotzdem sein Ding gemacht. Wieso habe ich jetzt ein... Hä?
Aber ich habe jetzt wieder ein anderes Lo... Hä? Warum habe ich jetzt ein anderes Loadout? Warum darf ich jetzt mal Loadout? Oder ist das... Hä? Was? Ich bin gerade verwirrt. Aber das war doch nicht Teil des Deals, dass er mein Loadout random macht, oder? Zählt ihr mit, wie oft bin ich schon gestorben ist? Wenn du respawnst, dann ist da ein Schild und ich glaube, da steht drauf, wie oft du verreckt bist schon. Ich muss mich daran gewöhnen, dass die Eiszapfen diesmal nicht auf LB sind, sondern auf Y. Wow. Hallo. Es ist ein wandelnder Ofen. Okay, also hat das jetzt praktisch... Verstehe ich das richtig? Das hat jetzt praktisch die Reihenfolge der Gebiete verändert. Aber werden die da... Habe ich da jetzt die schweren Gebiete am Anfang oder wird das darauf angepasst? Wenn nein... Also, hä? Also ich verstehe nicht ganz, was mir das genau bringt. Das würde implizieren, dass hier andere Sachen zu finden sind oder so. Ist das Game von Steam? Ja. Okay, du kaufst mir Relikte ab. Okay, es ist verflucht. Ich darf es ihm... Nicht mal die Verfluchten werde ich auf die Weise los. Da muss ich ja vorher wissen, ob die Sachen verflucht sind. Das kannst du auch nur auswendig lernen. Oh. Ich hatte gehofft, dass das halt der Sinn ist. Warum so die... Dass du... Weil da stand löschen. Also ich vermute mal, dass da vielleicht irgendwie clear gemeint ist. Und das in dem Zusammenhang mit Löschen übersetzt wurde, obwohl es nicht stimmt. Und das einfach nur fallen lassen in dem Fall ist. Aber gerade bei den Verfluchten würde es ja Sinn machen, dass man sie vielleicht verkaufen will. Gut, verflucht macht auch Sinn, dass sie sich nicht verkaufen lassen, aber trotzdem. Oh, das ist wieder der Magier der Explosion. Alter. Aber ich habe das Gefühl, er war dieses. Also ich habe das Gefühl, die Gegner sind schon stärker. So, wir sind auf. Das war jetzt Nummer 11. Oder also 11. Tod oder 11. Run. So, bleibt das jetzt geschaffelt? Ich hoffe nicht. Ich glaube, es bleibt geschaffelt. Aber warum sollte ich meine teuren Edelsteine dafür ausgeben, das zu schaffeln, wenn es nichts bringt?
Okay, wir können schon zum Boss, wenn wir wollen. Okay, wir haben wieder unser normales Moveset, stelle ich fest. Keine Ahnung, warum wir das vorhin nicht hatten. Ich stirb, im Spiel muss man was trinken. Also mit Alkohol ist das, stelle ich mir das gefährlich vor. Alles so heiß hier, wie meine angebotenen Arcana. Ja, super, es ersetzt dann die... Ja, geil. Als habe ich jetzt gerade umsonst Geld ausgegeben. Ritter der Zerstörung. Ja, das klingt ja schon sehr... freulich. Also in Verbindung mit meinen Vampir-Sonnenbrillen bräuchte ich vielleicht mal irgendwie was, was meine Crit-Chance erhöht. Der Kampf war gut. Herointrinkspiel. Nein, kein Herointrinkspiel, bitte, Leute. Ganz blöde Idee. Oh, das ist eine Mimik. Das ist keine freundliche Mimi. Ich glaube, nach diesem Spiel werde ich wahrscheinlich nie wieder eine Mimik was anderes als Mimi nennen.
Mafia Creative war eigentlich dabei, als wir die ganz unsere, als wir unsere Freunde kennengelernt haben. Wow. Okay, sie sind immun gegen Feuer. Also zumindest gegen den Dash-Move. Okay, Dax, das war krampfiger, als es jedes Recht hatte zu sein. Alles ja, ist okay, ist okay. Ihr könnt nicht auch einfach hier spawn campen und so, ist okay. Ich muss mal testen, wie viel Heal das diese Fähigkeit gibt, die ich habe, ohne den Umhang. Weil ich glaube, der Umhang bringt ansonsten nicht so viel. So, unsere Freunde hier. Garderobus, wo wir unsere Umhänge austauschen können. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Gear das Beste ist. So, wäre es unser Spiegel, dann haben wir Tomi, das unser Zauberbuch. Und dann hier, genau, Melody, die Jukebox. Und Mimi, die Mimik. So, wir müssen jetzt mal gucken, ob das, ob das was gebracht hat. Also, ob dieser eine Umhang, den wir vorhin hatten, ob der unseren Heal erhöht hat. Aber wenn nicht, dann war der useless. Okay, jetzt ist aber wieder ein anderes Gebiet. Also, es war schon mal kein Dauershuffle, was wir gemacht haben. Okay, ja, es bringt. Okay, so bringt es nur einen. Also, der Umhang macht das Ding einfach direkt 100% besser. Was habe ich damit? Genau, ich habe das. Benötigt für die Zuversichtskleidung. Also es kombiniert sich anscheinend auch noch mit irgendwas anderem. Ja, klar. Dodge da einfach mal rein. Ist okay, ist okay. Können wir so machen. Ganz schön rein, wenn man sie lässt. Himbeerkeksdose. Es hat nicht so viel gebracht, fand ich. So, Relikt
Belohnungskarte. Na. Okay, dann erscheinen wir unter dem Portal. Dass wenn man direkt nach oben läuft, dann, dann ist man in der Teleport-Loop. Creative, du sollst dich nicht in Bleiman verwandeln, bitte. Wendiger Bogenschütze. Aber der Giermantel hilft schon. Das ist, also ich habe das Gefühl, zumindest ja, das Gefühl, jetzt gerade haut er gut rein. Warum nicht? Weil Blei kein Palladium ist und selbst wenn, Palladium bringt dir nur was, wenn du einen ARK-Reaktor damit baust. Ah, hallo. Dass wir Erdfäuste verbessern können. Das sehe ich gerne. Oh, da hat jemand nicht Iron Man gesehen. Boah, die verbesserten Erdfäuste sind schon sehr geil. Zerstört Geschosse. Haben wir hier? Nein! Ich gebe dir keins von meinen Arcana. Ich habe meine Arcana bewusst so ausgewählt. Alle Goldkosten sind für Arcana sind reduziert. Das kann ich mir nicht leisten. Also dieser Drachenbogen erinnert mich, to be honest, aber gut, ich glaube, das ist auch Absicht, das erinnert mich sehr an, das war nicht Genji, das war Hanzo, ne? Aus Overwatch, der... Der hat auch den Drachenbogen. Fällt mir irgendwie, also es fällt mir jetzt erst auf, dass ich das gerade damit verbinde. Jemand anderes hier hat nicht Outer Wilds gespielt. Das ist true. Aber hey, du hast mich immerhin schon dazu gekriegt, dass ich Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk spiele. Und ich habe keine Therapie benötigt danach.
was schon mal die Chancen für so Spiele wie Omori erhöht. So, Counter Rouge. Okay, an ihn erinnere ich mich. Alter. Ist okay, du kannst aufhören. Komm schon, werd unsichtbar. Shivas Wasserflasche erhöht Wasser. Ich habe kein Wasser. Ich habe keine Wasserelemente, Leute. Nee, das ist der, der mischen wollte. Kann ich nicht irgendwie meine Relikte verkaufen? Nein. Okay, let's go. Ich glaube aber nicht, dass wir den Boss hinkriegen. Wobei doch, sie hatten wir doch am Anfang. Okay, schieß mal daneben. Also ich finde sie von allen, die wir bisher hatten, noch am einfachsten, to be honest. Und wir sehen sie halt jetzt gerade einfach mal zum zweiten Mal. Aber ich hatte schon beim ersten Mal das Gefühl, dass die total möglich ist. Bei den anderen zwar irgendwie auch, aber ich habe bei den anderen noch nicht so richtig die Patterns raus. Vor allem, weil der Windtyp ja mega schnell ist und das, der Blitzboss sind ja zwei, die richtig viel mit Area Denial arbeiten. Ach shit. Das war, glaube ich, der Angriff, der uns auch beim ersten Mal fast gerippt hat. Ich glaube, dieser Boss ist sehr gut in Mathe. Was? Wegen der ganzen Fraktale? Das ist irgendwie voll das Ding, wenn Eismagie einfach sowas für die Mathe-Nerds wäre. Ja, ist okay, du kannst dich... Aber es hat mich jetzt gerade nicht mehrmals getroffen, habe ich festgestellt. Also auch nachdem ich eingefroren war, war es okay. Also ich finde sie jetzt im Vergleich zum ersten Mal ist sie eher... Also ich finde sie ist für den ersten Boss okay. Aber ich meine, die Bosse sind ja bewusst random, damit du sie eben nicht grinden kannst. Aber auch wie die Zauber sich gegenseitig canceln, das ist, als hätten sie wirklich Impact aufeinander. Beautiful. Und wir haben den ersten Boss geschafft. Das war's erstmal. Bleib eiskalt.
Kriegen wir jetzt bitte irgendwas Krasses? Meteoriteneinschlag. Warte, kriege ich das dauerhaft? Bitte sag mir, dass ich das dauerhaft kriege. Bitte sag mir, dass ich das behalten darf. Holy shit. Also ich habe bis jetzt bin ich noch am meisten beeindruckt von der Feuermagie. Und halt auch Geokinese noch, aber gut. Oh, das ist wundervoll. Bitte sag mir, dass das ein Arcana ist, das ich behalten darf. Es ist toll. Also das fließt richtig mit meinem restlichen Moveset zusammen. Und vor allem, ich krieg auch noch so ein Arcana von der Eiskönigin. Aber ich finde, also ich glaube, wenn man alle Arcanas hat, kann man auch gut themed Builds zusammenstellen, so für, um bestimmte Charaktere zu cosplayen. Also wenn wir unsere innere Undyne kanalisieren wollen, dann können wir das wahrscheinlich auch mit Eismagie gut tun. Was haben wir hier? Clown von Tomo. Ja. Wenn wir mehr Geld haben, können wir uns einmal auch heilen. So, by the way, Eismagie gleich irgendwas als Feuermagie, so wie Pokémon. Ich glaube, wir haben hier nicht so ein... Also ein Schere-Stein-Papier-System kannst du schlecht mit 4 Elementen machen. Wobei es sind, glaube ich, 5, ne? Wobei es sind 5. Das würde gehen. Aber bis jetzt hatte ich nicht das Gefühl, wobei doch, ich glaube, die Damage-Zahlen waren ja unterschiedlich. Sie hatten ja verschiedene Farben. So, hello. Schon mal vom Brunnen gehört. Ja, vom Brunnen habe ich natürlich gehört, weil die ganzen Kids in meiner Gegend allesamt nur mit Brunnen gespielt haben. Aber nie mit Feuer. Und das war bevor Big Bang Theory beliebt wurde. Das heißt, es gab auch keine Echse und keinen Spock. Dieses Game auch von deiner Wunschliste. Das Spiel habe ich schon länger. Ich habe es tatsächlich irgendwann mal, also das glaube ich runtergesetzt, mal gekauft, weil ich es halt schon im Auge hatte wegen diesem geilen Magiesystem. Also ich habe ein Video dazu gesehen, warum Magiesysteme in so vielen Spielen halt total lame sind. Und was Wizard of Legends so toll hat. Ich habe aber tatsächlich vergessen, was da über Wizard of Legends so groß gesagt wurde. Aber ich hatte halt noch im Kopf, dass es sehr, sehr geil sein soll. Und ja, es ist. Das ist tatsächlich echt ein krasses Magiesystem. Oh, das war nicht gut. Wie gesagt, ich fühle mich wie eine lebende Massenvernichtungswaffe hier. Da hat jemand so Big Bang Theory nicht gesehen.
Weil jemand Omori nicht gespielt. Ich kann halt nicht alles gleichzeitig spielen, Leute. Okay, stopp. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Okay, Damage over Time ist natürlich fies. Luftstoß. Ach, nichts, was mir wirklich hilft. Komm. Großer Beschwörer. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt... Der ist aber wahrscheinlich jetzt ein bisschen geboostet, ne? Au. Regenerieren. Jawohl. Komm, den schaffen wir ja wohl noch. Wow, das war ja mal echt Wurf. Oh, was haben die? Okay, ein Windrad. Erhöht Luftschaden. Wir haben keine Luftangriffe, Leute. Rüstung bringt mir jetzt auch, finde ich, nicht mehr so viel, wenn ich nicht so mega viel, nicht so mega viel Gesundheit übrig habe. Verdreifacht die kritische Trefferchance aller Nahkampf-Arkana. Also das eine Edelsteinradar, das hat sich natürlich jetzt schon bezahlt gemacht. So, verdreifachte Trefferchance. Wow. Verdreifachte kritische Trefferchance bei den Nahkampfangriffen bringt mir aber tatsächlich jetzt gar nicht so viel, wie ich dachte. Wir könnten zum Boss. Vampirzähne wird für Zuversicht. Wenn du Gegner besiegst, wird. Aber Max Gesundheit ist reduziert. Ja, gut, ganz ehrlich. An diesem Punkt ist das so lang, so egal. Okay, ja. Hä? Ich hatte aber offiziell noch 10 Lebensstand da. Okay. Können wir noch irgendwas Sinnvolles tun? Terra-Ring, ja. Ring hat Abklingzeiten, erhöht maximale Gesundheit. Aber wir haben ja festgestellt, es bringt was.
hier halt eine Heilung zu nehmen, wenn wir den, das eine Ding haben. Vampire Survivors. Welches war das nochmal? Ich verwechsel das immer. War das das, wo man durch die Gegend läuft und immer mehr krasse Attacken kriegt? Erhöht erhaltene Heilung und erhöht kritische Heilung. Ja, ja, das ist auch auf meiner Liste, durchaus. Irgendwas ist doch hier noch. Also, ich kann mich vorstellen, dass es hier mit nichts ist. So, und ich habe das Gefühl, also so wie, was da, wie das da steht, kann man Relikte, also kann, das Ding ist, kann ich die Relikte, die zusammengehören, ich vermute mal, dass ich darf die nicht hier schon kombinieren, oder? Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil die kombinierten Relikte wären ja im Prinzip automatisch zwei oder drei Relikte in einem. Also ich vermute mal, dass du mit einem startest und den Rest dann finden musst unterwegs und dann darfst du die kombinieren. Schätze ich mal. Also alles andere wäre irgendwie weird. Weil was wir hier noch die Möglichkeit haben, ist, dass wir, dass wir mit ein paar Edelsteinen mit einem erhöhten Goldstart haben. Habe ich jetzt eigentlich wieder... Also wirklich viel bringt das nicht. Und ich würde sagen, die Gear ist natürlich, das ist natürlich besser zum Grinden, was ich hier habe. Ja. Egal. Ich muss, ich mache jetzt hier tatsächlich schon mal Schluss, weil, ja, ich habe morgen noch früh noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, ich kann nicht so ewig lange machen heute. Und ich bin am Wochenende nicht zu Hause. Deshalb, ich werde das Spiel auch so weiterspielen. Also das, ich meine, das ist ein Roguelike. Also das werde ich nicht nur im Stream spielen. Ich wollte es jetzt aber im Streamer angefangen haben. Und wenn ich ein paar mehr Sachen habe, kann ich ja theoretisch, wenn Interesse besteht, nochmal vielleicht ein paar, Leute cosplayen. Wie gesagt, dieser Undyne-Run fände ich unter Umständen lustig. Da hätte ich einen Grund, auch mal ein paar andere Sachen auszuprobieren. Aber das hängt ganz von euch ab. Ich danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.